Hallo zusammen! Seit fast 80 Jahren berührt dieses Schicksal die Menschen immer wieder. Teenie-Mütter sind sogar für Fernsehsendungen interessant. Aber ein Mädchen, das als 5-jähriges Kind Mutter wird, ist überhaupt nicht vorstellbar. Die kleine Lina Medina wurde 1933 in Peru geboren. Sie lebt in mehr als ärmlichen Verhältnissen mit ihren Eltern und 8 Geschwistern auf engem Raum beisammen. Als das Mädchen 4 Jahre alt war, begann ihr Bauch zu wachsen. Immer mehr. Der Bauch des Kindes wurde immer größer, niemand konnte sich erklären, warum das so war. Die Eltern vermuteten eine Krankheit, einen Tumor im Bauch der Kleinen. Die Bewohner der Stadt, in der Lina Medina wohnte, glaubten an einen Dämon, der sich in ihrem Inneren ausbreitet. Das Kind wurde zu einem Schamanen gebracht. Auch der vermutete einen Tumor oder eine Schlange in ihr. Der Vater des Mädchens suchte mit ihr ein Krankenhaus auf, um dort für seine Tochter Hilfe zu finden. Keiner hatte eine Ahnung, worum es hier geht. Ein Arzt schaute sich das Mädchen an. Der von ihm ebenfalls vermutete Tumor in ihrem Bauch stellte sich bei einer Röntgenuntersuchung als ausgebildetes Skelett dar. Der Arzt musste feststellen, dass sie schwanger war. Das Kind wurde so gut wie möglich betreut, damit sie diese schwierige Situation gut übersteht. Am 14.05.1939 bekam Lina Medina einen Sohn. Der Junge war ein normal entwickeltes Baby mit einer Größe von 48 cm und ein Geburtsgewicht von 2,7 Kilo. Um ein Kind zu bekommen, braucht es auch einen Vater. Sie musste vergewaltigt worden sein. Der Verdacht eines Missbrauchs fiel auf ihren Vater, einen ihrer Brüder oder den Gärtner. Dieses Verbrechen konnte niemandem nachgewiesen werden und Lina schwieg. Der damalige Präsident Perus versprach finanzielle Hilfe. Da das Mädchen natürlich nicht in der Lage war, ihren Sohn alleine aufzuziehen, wuchs er gemeinsam mit ihr und ihren Geschwistern in der Familie auf. Bis zu seinem 10. Lebensjahr war er der Meinung, Lina wäre seine Schwester. Erst in einem späteren Alter fand er heraus, dass sie seine Mutter ist. Er starb 1979 an einer Knochenkrankheit. Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass Lina unter einer Hormonstörung litt, die von der Hirnanhangdrüse ausging. Die dürfte ihre erste Periode bereits als Baby mit 8 Monaten gehabt haben und befand sich mit 4 Jahren in der Pubertät. Als sie ihren Sohn gebar, war ihr Körper auf dem Entwicklungsstand einer erwachsenen Frau. In Russland soll es ein Mädchen gegeben haben, das ebenfalls an dieser Hormonstörung erkrankt war. Mit 30 Jahren heiratete Lina und bekam mit ihrem Ehemann ein weiteres Kind. Der Arzt, der ihr als Kind geholfen hatte, blieb immer so etwas wie ein Schutzengel für sie. Er verhalf ihr zu einer Stelle als Sekretärin in seinem Krankenhaus und so konnte Lina Geld für die Familie verdienen. Nach einem Aufenthalt in Mexiko zog sie mit ihrem Mann wieder nach Peru, in eine sehr arme Gegend. Dort bauten sie sich eine bescheidene Existenz und Unterkunft auf. In den 80er Jahren wurde alles zerstört, nachdem die Regierung dort eine Autobahn baute. Von Zeit zu Zeit tauchte die Geschichte wieder in den Medien auf. 2002 interessierte sich ein Gynäkologe für Lina und ihr Leben. Ihm gelang es nach so vielen Jahren, dass Lina von der Regierung doch noch die finanzielle Hilfe bekam, die ihr nach der Geburt ihres Sohnes versprochen wurde. Noch heute versuchen Journalisten immer wieder Licht ins Dunkle zu bringen. Doch Lina weigert sich standhaft, ihr Schweigen zu brechen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns mit einem Daumen nach oben und teile dies mit deinen Freunden. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, abonniere unseren Kanal kostenlos und wir sehen uns bald wieder.